Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Alhamdulillah, momentan läuft es auf dem Instagram-Kanal sehr, sehr gut. Viele nützliche Fragen, viele Leute, denen ich helfen kann. Und Alhamdulillah, es freut mich sehr. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und da brauche ich keine anderen Leute für außer euch. Ich brauche nur euch. Wir, also ich und die, die mir zuhören, die mir gerne zuhören, die gerne meine Vorträge hören. Sonst brauchen wir keinen dafür. Ja? Weil ich sehe schon, Leute wollen irgendwas organisieren und so weiter. Leute, kümmert euch nicht um Leute, die schon lange abgesprungen sind und die, wenn sie im Boot sitzen, nur dazu sorgen, dass das Boot in die andere Richtung geht. Lasst uns auf uns selber konzentrieren. Das ist das Wichtigste. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal von vornherein sagen, der Instagram-Kanal, ja, der ist für Leute, die sich gerne meine Vorträge anhören und Wert auf meine Meinung legen. Nicht für Leute, die großartig diskutieren wollen oder Besserwisser spielen wollen. Deren Seite ist Facebook gewesen. Beziehungsweise die Seite gibt es ja noch, aber die ist momentan deaktiviert, weil ich momentan keinen Bock auf Besserwisser und Nichtskönner habe. Ja? Aber auf jeden Fall. Was heißt die Zeit zurückdrehen? Ihr müsst euch vorstellen, damals war das Ziel von mir gewesen, als ich angefangen habe, richtig bei der Dawa in Erscheinung zu treten. Es war das Ziel gewesen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Denn ich habe ein Hadith vom Propheten aus Sahih Muslim analysiert, wo der Prophet sagt, Satajidu nasike iblimia, la tajidu rahilatan. Das heißt, du wirst die Menschen finden wie 100 Kamele. Du findest kein Reittier. Aber was habe ich hieraus verstanden? Das 101. Kamel wird vielleicht ein Tier sein, also ein Kamel sein, was brauchbar ist. So die Menschen. Das heißt, wenn umso mehr Menschen du ansprichst, umso größer ist die Chance, dass du jemanden findest, der brauchbar ist, der etwas bringen kann. Das seid ihr, inshallah. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten genutzt. Aktiv sind wir genau wie früher, beziehungsweise bin ich so wie früher. Nur, ich habe momentan nicht die Mittel dazu. Aber immer, wenn die Nacht am dunkelsten ist, kommt danach der erste Lichtstrahl. Das müsst ihr wissen. Und wer zu Boden gefallen ist, der kann wieder aufstehen. Ja? Das ist nicht das Problem. Und es läuft weiter. Und Alhamdulillah, ich meine, sind wir von Moschee zu Moschee gegangen und von Stadt zu Stadt. Aber heute macht man einen Livestream und man erreicht Tausende von Leuten überall in den Städten. So. Aber hier geht es jetzt darum, ein Team aufzustellen. Ein Team aufzustellen, deutschlandweit, ja, das Imperium schlägt zurück, dass wir Gas geben. Damals zum Beispiel, wie haben wir es versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen? Ja, wie haben wir das versucht? Zum Beispiel Visitenkarten bei Moscheevorträgen verteilt, ja, dass die Leute das weitergeben konnten. Dann haben wir jedem eine Aufgabe gegeben. Zum Beispiel damals habe ich im Auto, als wir zu einem Vortrag gefahren bin, habe ich einen Flyer diktiert im Auto. Und dieser Flyer wurde tausendfach verteilt in Briefkästen und so weiter. Und ich habe später jemanden kennengelernt, Jahre später, der dadurch den Islam angenommen hat. Auf jeden Fall. Worauf kommt es jetzt an, liebe Geschwister? Man hat die Moscheen praktisch kaputt gemacht. Überall in den Schulen versucht man gegen mich zu hetzen und meinen Namen kaputt zu machen. Zu lügen. Und bitte sag mir sowas. Gerade eben hat mir jemand erzählt, ja, dass ein Lehrer Lügen über mich erzählt hat im Unterricht. Ja? Und das wird inshallah ein Nachspiel haben. Auf jeden Fall, lasst mir solche Sachen zukommen, was erzählt wird, damit wir up to date sind, damit wir wissen, was abgeht. Dann hat man versucht, hat man mit den Ordnungsämtern die Hallen kaputt gemacht. Dann hat man bestimmte Dinge gemacht, die es für uns unmöglich gemacht haben, mit Kundgebungen zu punkten. Aber immer wenn eine Tür zugemacht wird, von denen, die gegen diese Botschaft sind, macht Allah subhanahu wa ta'ala eine andere Tür auf.
Und davon bin ich fest überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine andere Tür wieder aufmacht. Und wir hatten die ganze Zeit das mit Facebook gehabt. Facebook ist etwas überlaufen. Ja, wir haben dort, es ist ein komisches Publikum. Deswegen möchte ich vor allen Dingen mich jetzt auf Instagram momentan konzentrieren. Aber was ich will, ist, und das habe ich schon seit Jahren gesagt, und das ist notwendig. Ihr müsst wissen, irgendwann, da gibt es schon Vorträge 2010, wo ich sage, ladet die Vorträge runter. Irgendwann wird versucht, unsere Vorträge von den Seiten zu entfernen. Das ist schon teilweise passiert. Ja? Die Gesetze werden immer mehr umgeschrieben durch idiotische Gruppen, die Terroranschläge verüben. Und dadurch kann man diese Vorträge löschen lassen, beispielsweise. Es gibt einige Vorträge, die gelöscht worden sind, die gelöscht werden mussten, weil beispielsweise im Hintergrund das Leasezeichen war. Ja? Man macht die strafbar dadurch, dadurch muss man Geld bezahlen. Die mussten gelöscht werden. Auf der Facebook-Seite wurden viele Videos von Facebook gelöscht, ja, weil das mit Abu Adam gewesen ist. Deswegen, man versucht viele Sachen kaputt zu machen. Ihr müsst wissen, es hängt nicht von mir ab, es hängt von euch ab. Ihr müsst nicht sagen, mach du was. Nein, ihr müsst mitmachen. Was müsst ihr jetzt machen? Unser Ziel ist es, in Deutschland 313 Teams aufzustellen, beziehungsweise 314. Ich will nicht mehr Teams haben. 314 war die Anzahl der Leute, die mit nach Badr gegangen sind. 314. 314 Teams in verschiedenen Städten. Ihr sollt diese Dauerzentren jetzt machen. Erklärt euch bereit. Ich weiß, das hat bisher nie funktioniert, weil ich habe gesagt, macht das. Und das war immer auf eigene Faust und man braucht eine Koordination dahinter. Weil ich habe gesagt, komm, mach das selber, weil ich bin jemand, der an euch glaubt, dass ihr in der Lage seid, etwas zu tun. Ja? Obwohl man manchmal vielleicht da Zweifel dran bekommt, sage ich mal. Aber ich habe immer den Glauben, dass wir Muslime selber etwas bewegen können, dass wir selbstständig sind. Deswegen, die Aufgabe, die ihr jetzt habt, ist, dass ihr eure Freunde kontaktiert. Ihr macht alle zwei Wochen oder jede Woche macht ihr ein Treffen mit Schwestern, ein Treffen mit Brüdern. Ich schicke euch inshallah entsprechende Videos, die ihr euch angucken sollt gemeinsam. Und dann könnt ihr danach Fragen stellen über Instagram. Wir wollen 314 Teams. Wir haben alhamdulillah heute schon inshallah ein Team von Schwestern aus Düsseldorf bekommen. Ihr könnt ein Team in allen möglichen Städten machen. Inshallah hat das heute schon, das wurde eben nur kurz angesprochen. Inshallah haben wir jetzt schon ein Team, obwohl das jetzt eigentlich erst das erste Video ist, wo daran aufgerufen wird. Das ist ganz wichtig, wenn wir in den Moscheen, und die meisten bestätigen es mir, ich bin so oft jetzt zur Umrah, zur Hajj gefahren, ich rede dort mit Geschwistern, ich sage, was gibt es bei euch in der Stadt für Aktivitäten? In den meisten Städten, nicht in allen Städten, gibt es so gut wie nichts. In den meisten Städten, nochmal, in den meisten Städten, nicht in allen Städten, damit sich nicht wieder jemand beleidigte Leberwurst spielt, und Besserwisser spielt, gibt es so gut wie nichts. Das ist das, was mir Brüder, Schwestern zu 100, vielleicht 1000-fach bestätigt haben. Also was müssen wir tun? Wir dürfen nicht darauf warten, dass Schlafmützen, die seit 40 Jahren am Schlafen sind, und andere anstecken, ja, mit ihrem Schlaf, dass wir darauf warten, dass sie aufwecken und uns mit aufwecken. Du kannst nicht darauf warten, dass eine Schlafmütze aufwacht und dich weckt. Du musst selber aufwachen und selber etwas tun, weil das ist das Problem. Schlafmützen machen andere Leute müde. Vielleicht kennt jemand von euch den Film Ronja, die Räubertochter. Ja? Das ist ein Film, wo ich noch klein war. Da gibt es solche Trolls, ja, solche Trolls, und die fangen dann so an zu gähnen. Und alle werden müde drumherum, die diese Trolls gähnen sehen. Und tatsächlich, wenn du den Film guckst, du wirst auch müde. Vielleicht erlebt ihr es selber manchmal, wenn ihr mit Leuten umgeben seid, die ganze Zeit so müde sind. Die machen dich selber müde. Du wirst selber zur Schlafmütze. Deswegen, ihr müsst etwas bewegen. Allah sagt im Koran,
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Das heißt, wenn ihr seit Jahren wartet, dass sich was bei euch tut, dann wartet nicht noch länger. Tut selber was. Nehmt euch jetzt euer Handy, schreibt eure Geschwister an, ruft sie an, Brüder, Brüder, Schwestern, Schwestern, macht eure Gruppen, macht eine Liste und sagt, wir treffen uns einmal in der Woche in dieser und jener Moschee. Das meine, in dieser und jener Wohnung. Und inshallah koordiniere ich das für euch, welche Vorträge für euch sinnvoll sind. Ihr könnt mich anschreiben, Ratschläge von mir haben. Das sind meine Worte. Alles, was richtig war von Allah, alles, was falsch war vom Shaitan und meiner eigenen Seele. Wo sind wir gerade? Aachener Straße, Köln. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.